Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende. Heute geht es hier wieder um die Truma, ja, wie wir das Ding reinigen und wie wir das Ding sauber machen. Wir wollten erst eine neue holen, aber braucht nicht sein, haben wir festgestellt. Guckt euch an, wie wir diese Truma 3002 Wohnwagen sind genauso verbaut in Wohnmobilen umgekehrt. Wohnmobil, wir haben jetzt Wohnmobil, ist bei uns im Wohnwagen genau die gleiche drin und wir finden die Dinge einfach genial, weil man kann die echt gut reparieren, fertig machen, aufbauen. Gibt immer noch Teile dafür, laufen sehr zuverlässig und schaut es euch an, ihr seid dabei, Mats ab, los geht's. Hier geht es jetzt um die Truma-Heizung. Ja, wie können wir sie runternehmen? Das ist eigentlich ganz leicht. Nach oben drücken, vorne ziehen, dann habt ihr diesen Deckel runter. Der ist sehr scharfkantig. Der hat hier sehr scharfe Kanten. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr damit nichts kaputt macht. Ich lege den mal vorsichtig hier rein. So, und jetzt können wir das Ganze hier absaugen. Wir machen das mit einem herkömmlichen Staubsauger. Und mit einem Pinsel, ja? Ich lasse den Staubsauger jetzt aus. Mit so einem kommt ihr hier gut in die Ritzen. Und der Staub, der fliegt euch dann nicht mehr hier oben weg, ja? Der kann man ruhig zwischendurch mal machen, dass man die Truma-Heizung öffnet und alles mal ein bisschen auspinselt. Das wurde hier ewig nicht gemacht, ne? Hier ist es. Hier ist der ganze Dreck, ja? Da zoome ich euch mal rein, da seht ihr jetzt den Dreck und den zeige ich euch, wie man den loskriegt. Dies hier ist das Batteriekästchen, das sitzt hier drin, ja, das ist die elektrische Zündung. Hier sitzen die Batterien drin, das kann man rausnehmen, dann kommt ihr hier hinter noch besser ran. Dieser Hebel hier, das ist unsere Mechanik, das ist unser Stellhebel, der zum Starten runtergedrückt wird, damit das Gas freigeschaltet wird und hin und her drehen, damit stellen wir die Stärke ein bzw. wir stellen den Ofen damit aus. Den können wir so rausziehen da unten und dann sorgen wir das da unten auch nochmal ab. Hier an dieser Stelle ist das Schauglas und da können wir sehen, wie ob die Flamme brennt. Hier drunter dieses Kupfer, diese Kupferkartusche sozusagen, ist hier mit einem dünnen Hohldraht, also ein hohles Drähtchen, ein kleines Röhrchen, mit dem dahinterliegenden Stellventil verbunden. Und hier wird die Temperatur abgenommen. Wenn dieser eine gewisse Temperatur hat, dehnt sich das Gas aus und der Thermostat hier, dieser hier, der macht dicht und lässt das Gas nicht mehr zur Heizung hin und stellt dann somit die Heizung runter oder ab. Hier über dem Schauglas, wenn wir nach oben wandern, an unseren Kühlrippen vorbei, kommt dahinter der Lüfter. Der sollte zwischendurch auch mal gereinigt werden. Und jetzt zoome ich euch mal an diesen Lüfter ran, damit ihr seht, wie dreckig der ist. Der sitzt dahinter und auch der darf ruhig mal abgesaugt werden. Weil der kann sich ja gar nicht mehr richtig drehen. Seht ihr den, wie voll Dreck der sitzt? Hier sitzt der Lüfter dran. Dieses braune Etwas mit dem Aufkleber drauf, das ist unser Lüfter. Und da wollen wir mal gucken. Und hier müssen wir natürlich auch jede Menge aussaugen. Und das tun wir jetzt auch mal. So, wir filmen jetzt von der Innenseite. Dies hier ist der Lüfter. Das ist das Aluminiumgehäuse. Das hier, das sind so die typischen Rattenmäuse, die da drin liegen, die Wollmäuse. Und hier halten wir den Staubsauger jetzt auch mal rein, ja, um das Ganze sauber zu kriegen. So, um diesen Lüfter auszubauen, schneidet ihr hier den hier los. Alte Kabelklemme. So, jetzt habt ihr hier zwei Leitungen dran, ja. So, dass wir hier ein bisschen Luft haben und den müssen wir gleich hier drinnen abklemmen, aber erstmal lösen wir den. Wir haben hier drei Schrauben, weil eigentlich ist der, die braucht man nur lösen. So ist es jedenfalls beim Wohnwagen gewesen. Jetzt kann man den ein Stück drehen. So.
Mal erst aufstehen hier. So, jetzt müssen wir eben die beiden Rohre rausnehmen. Eben die Rohre merken. Zack. So. Jetzt öffnen wir ihn hier und hoffen, dass wir ihn hier abklemmen können. So. Ja. Und hier könnt ihr ihn jetzt abnehmen. Und da muss der gereinigt werden. Ihr seht, der sieht schlimm aus. Den blasen wir aus mit Pressluft. Da brauche ich aber einen kleineren Schraubenzieher. So, bevor wir jetzt dies hier abklemmen, machen wir eben ein kleines Foto. Wenn wir so ein Foto haben, ja, dann kann man sehr gut darauf erkennen, wie nachher die Anschlüsse wieder waren, also wie die Anschlüsse saßen. Das ist für uns wichtig. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass der Strom abgeschaltet ist. Jetzt sind wir draußen und da so ein Lüfter, da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr genau in der Windrichtung steht. Da seht ihr schon, was passiert. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. So, mit diesen Lamellen müsst ihr vorsichtig sein. Die knicken ganz schnell um. Ich würde sagen, der sieht wieder gut aus. Ne? Können wir wieder einbauen. Ja. Also, der ist jetzt wieder sauber. Ja, wenn da so viel Dreck drin ist, dann kann der nicht laufen. Da geht nicht. Und vor allem, wenn ihr wisst, wie der jetzt aussah, dann wisst ihr jetzt, dann könnt ihr jetzt auch wissen. Nein, dann wisst ihr jetzt natürlich auch, wie die Rohre drinnen aussehen. Ne? Also die Lüftungsrohre, die muss man eigentlich auch ausblasen. Wollen wir mal gucken. Ja, ist schon doof, aber nützt ja nichts. Doch ist er dreckig, der Wagen. Können wir einmal Pressluft reinhalten. Fenstertüren alle auf und raus mit dem Zeug. Also wir haben einmal mit Pressluft durchgeblasen in allen Ecken und Kanten. Dann haben wir da hinten so einen Schweinelüfter reingestellt. Der hat ganz gut Kabums. Der bläst uns den ganzen Dreck dann durch die offenen Türen von vorne nach hinten durch die Seitentür raus. Ja, und die Kathi, die haben wir hier schon gesehen, die ist ja ganz fleißig, ne? Und da kommen wir gleich noch mal hinzu, was die Kathi jetzt hier macht mit ihren Schwämmen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Nachdem wir das jetzt hier alles wirklich so einigermaßen gereinigt haben, bis unten hin, und die Rohre, da haben wir jetzt auch mal mit Pressluft reingehalten. Gut, ob das was bringt, wir werden die anderen auch noch mal reinigen, wie wir das beim Wohnwagen gemacht haben, dass wir mit dicken Staubsaugerrohren da durchgehen. Ja, dass wir alle Rohre jetzt hier ausbauen, das ist nicht, das ist übertrieben, das muss überhaupt nicht sein. Wenn ihr dann hier alles wieder angeklemmt habt, ja, die sitzen alle, müsst ihr alle nachgucken, ob die auch wirklich stramm drin sitzen, dass man sie nicht rauszieht. So, jetzt ziehen wir den mit diesem großen bisschen nach und das war's. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann setzt ihr da wieder so vor. Sitzt so richtig. So sieht sie jetzt aus. Wir haben versucht, die Ecken alle so gut wie möglich zu reinigen. Wir hatten die Rohre zum Teil raus. Und wenn man dann empfindliche Kinder oder auch empfindliche Erwachsene hat, die dann sofort anfangen zu schniefeln, weil sie im Wohnwagen sind, da, bei der Heizung, da sitzen die Probleme. Die Dinger müsst ihr zwischendurch einfach sauber machen. Die Heizung lassen wir drin. Wir hatten schon eine neue besorgt. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie die funktioniert, denn so schlecht ist die gar nicht. Hängt natürlich auch viel vom Brenner ab, aber von innen war viel verstaubt. Aber bedingt durch den Staub, ne, wurde sich da auch nicht viel drum gekümmert. Und dann wurde die auch nicht viel laufen gelassen, weil der Lüfter, der hat sich nicht mehr wie ich gedreht. Und der Vorbesitzer sagte, das funktioniert auch nicht. Ja, wie viele Jahre wissen wir nicht genau, aber der dreht wieder, der läuft wieder. Und die Rohre, wir haben das Ganze hier ein bisschen mit Pressluft ausgeblasen, mitten im Wagen. Und jetzt sind wir am Reinigen. Und jetzt gucken wir mal rüber zur Kathi, weil die ist hier jetzt am Saubermachen. Und was die mit den Wänden macht, das ist total cool. Das gucken wir uns jetzt an. Die hat so einen Reinigungsschwamm. Auf geht's. Ja, und hier sehen wir die Kathi, wie die ganz fleißig am Putzen ist. Und was die hier macht mit den Schwämmen, das gucken wir uns gleich mal an. Denn das ist eine tolle Sache. Die hat so Reinigungsschwämme und die verlinken wir euch natürlich auch.
Hallo. Ich wollte jetzt gerne die Wände hier sauber machen. Man sieht ja diesen Unterschied da, wo das Fenster gesessen hat. Das ist ein Farbunterschied. Und ich habe mir überlegt, dass man das hier vielleicht ganz gut mit diesen Schmutzradierern machen kann. Die kriegt man eigentlich überall auch. Und den werde ich befeuchten. Den kann man so durchreißen. Also der sieht nachher, wenn er gebraucht ist, so aus, wenn er fertig ist. Und ich werde das jetzt einfach mal zeigen. Das geht nämlich ganz gut. Man macht den so ein bisschen nass. Und dann reibt man hier. Und dann sieht man schon, wie hier der Dreck verschwindet. Das muss man natürlich ein paar Mal, also ein bisschen auch wieder ausspülen und nachher wieder trocken wischen, weil der Dreck sich natürlich erst verteilt, aber je öfter man darüber wischt und nachher nachwischt, je besser wird das. Hier kann man das jetzt schon ganz gut sehen, wenn man das dann ein bisschen einmal nachwischt, dann ist das schon wesentlich sauberer als vorher. Hier unten kann ich das mal zeigen. Hier ist ja auch, da sieht man ja eine ziemliche Kante. Dann sieht man, wie das hier säubert, ne? Also ich denke, es ist eine ganz gute Sache. Und diese Wände, die sind allerdings auch so beschichtet, dass man das machen kann. Also das ist so... Das sieht dann schon wieder ganz gut aus. Ja. Das muss man sagen. Tumorheizung war echt interessant. Laufen lassen wollen wir sie jetzt noch nicht, weil wir bei den Gasleitungen noch nicht sind. Die ist erstmal komplett durchgereinigt. Der Brenner natürlich nicht. Da müssen wir von unten ran. Wenn das soweit ist, zeigen wir das nochmal. Aber das macht wirklich Sinn, die Kiste zu suchen. Schlussszene. Wir beide verabschieden uns für heute. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Wenn, dann zum Kleinen. Ne? Aber ja, aber das bleibt euch überlassen. Also, wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Und wir sagen bis denn, Osterhände. Tschüss. Tschüss.